Wo der Wein wächst, da sind die Menschen fröhlich und die Küche ist gut. Deshalb zieht es uns immer wieder in den Rheingau. In der alten Klostermühle in Kietrich serviert man deftige Winzerküche zu Heimatweinen. Schloss Reinhardshausen besticht mit einem historischen Keller und einer eigenen Insel. Das Schloss liegt in Erbach, einem Stadtteil von Eltville, und hat eine lange Geschichte. Reinhardshausen war einst eine Ritterburg, dann eine Adelsresidenz. Im 19. Jahrhundert lebte die sehr verehrte Prinzessin Marianne von Oranien-Nassau hier, in wilder Ehe mit ihrem Lebensgefährten. Heute ist das Anwesen geteilt in ein Luxushotel und ein Weingut. Der Hof ist offen für jeden, um in gemütlicher Runde die Weine zu testen. Gerade wurde das Gut für seinen Riesling ausgezeichnet. In der Vinothek fällt sofort die ungewöhnliche blaue Farbe auf. Das Preußisch-Blau erinnert an die lange preußische Tradition des Hauses. Die Etiketten mit dem klassischen Schriftzug gab es 1905 zum ersten Mal. Von 5 ersten und großen Lagen. Stefan Lergenmüller kommt aus einer Pfälzer Winzerfamilie, die das Weingut 2013 erworben hat. Viele Hektar mit den besten Rheingauer Lagen. Parallel dazu haben wir dann noch die Weine von der Insel Mariannenaue, die auch in Blau daherkommen, hier etwas in abgewandelter Form, dass man auch eine andere Flaschenform, so sehen Sie auf den ersten Blick, das ist ein Wein von der Insel Mariannenaue, übrigens seit Oktober letzten Jahres, eine eigene Ortslage von Eltville. Hier sehen Sie auch die Burgunderflasche, da wir auf der Aue ja überwiegend Weißburgunder, Chardonnay und Sauvignon Blanc anbauen. Auf der Mariannenaue wird schon lange Wein angebaut. Der mystische Ort im Rhein ist Naturschutzgebiet und für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Sie ist mit 3 Kilometern Länge die größte Insel im Rhein, angeschwemmtes Kalkgestein aus den Alpen. Eine Inselführung mit Weinprobe ist ein ganz besonderes Erlebnis. Mit Preußens Gloria werden die Gäste normalerweise auf die Mariannenaue geschippert. Für Privatausflüge gibt es das kleine Boot. Der Jagdaufseher ist auch Bootsführer. Stefan Lergenmüller hat ein paar Freunde zu einem Picknick auf die Insel eingeladen. Die Vorhut fährt schon mal los, um alles vorzubereiten. Alle passen nicht in das Boot. Die zweite Gruppe bekommt ein besonderes Erlebnis geboten. Eine rasende Umrundung der Insel. Hier leben seltene Vogelarten, Biber, Wildschweine und Rehe. Die Insel ist außerdem ein Rückzugsort für rastende und überwinternde Wasservögel. Manche der Bäume sind 400 Jahre alt. Das Taxi der Insel ist ein in die Jahre gekommener Bus, der sonst für die Arbeiter gebraucht wird. Straßen gibt es hier nicht. Landwirtschaftlich genutzt wird die Insel schon lange. Weinbau ist seit dem 9. Jahrhundert nachgewiesen. Als alle richtig durchgeschüttelt sind, ist auch das Ziel erreicht. Ein kleines Weinberghäuschen. Der Tisch ist schon gedeckt und die Flaschen sind gekühlt. Ja, wir haben jetzt einen Weißburgunder Chardonnay, wo ihr vorhin in den Reben wart. Das ist praktisch unser Basiswein von der Mariannenaue. Ein hochwillkommener, erfrischender Schluck für einen schönen Sommertag. Man merkt sofort, die Weine sind Unikate, die haben einen ganz eigenen Charakter, sind geprägt durch die Mariannenaue. Wir sind ja hier von der Vegetation, sieht man auch ungefähr 2 Wochen weiter, wie auf dem Festland, wie wir so schön sagen. Und die Luftfeuchtigkeit ist hier natürlich höher, das heißt, es wächst alles etwas schneller. Und was besonders interessant ist, ist die Reflexion vom umgebenden Wasser.
Das ist also auch nochmal ein Faktor, was hier sich ganz deutlich aufs Klima auswirkt und auch auf die Reife der Trauben auswirkt. Die Rebenwurzeln übrigens hier sehr tief. Man meint immer, dass die Insel so wie ein Eisklotz im Wasser schwimmt. Das ist nicht der Fall. Also die alten Reben gehen metertief mit den Wurzeln. Deswegen gibt es auch kein Trockenheitsproblem. Die oberen Triebe recken sich der Sonne entgegen. Sie bringen jetzt vor der Ernte die entscheidende Süße in die Trauben. Zum Wein kann die Gesellschaft eine deftige Winzerplatte mit verschiedenen Würsten und Spundekäse gut vertragen. Im Hintergrund ist Dirk Boblest, ein guter Freund des Hauses, tätig. Er hat eine ganz besondere Inselspezialität auf dem Grill. Das ist also hundertprozentig Wildschweinbratwurst. Ja? Die wird also nichts hinzugefügt. Und das ist unsere Würzmischung. Ja, das ist also eine geheime Würzmischung, die eigentlich nur ich privat oder für Schloss Wilhelm-Lagemüller nutze. Sonst bekommt diese Mischung keiner. Und die Wildschweine? Die Wildschweine werden ausschließlich hier von der Insel genommen. Mhm. Ja, wo wir also der Meinung sind, dass das Fleisch also von der Konsistenz und auch vom Geschmack anders ist. Das hört ihr nicht gern, weil die Wildschweine fressen hier die Trauben. Und wer denkt, dass das Aroma auch ins Fleisch reinzieht. Also wir merken einen Riesenunterschied zu den normalen Wildschweinen. Markus Iroschek geht hier regelmäßig auf die Jagd. Man darf gar nicht daran denken, wie viel Trauben diese Kaffensmänner schon gefressen haben. Am besten schmecken die einjährigen Wildschweine, die Überläufer in der Wurst. Überläufer, genau, die Überläufer. Ja. Gute Kombination, ja. Ja. Würde es das geben, dass ein Wildschwein hier rüber schwimmen könnte? Ja, klar. Echt? Also vom Festland? Ja, ständig. Ehrlich? Ja, ja. Können Schweine so gut schwimmen? Ständiger Wechsel, sag ich mal, zwischen Hessen, Rheinland-Pfalz und der Insel. Oh. Die wilden Würste schmecken wirklich toll. Würzig und saftig. Es soll sie demnächst auch in der Vinothek geben. Dazu hat Stefan Lergenmüller noch eine Inselüberraschung. Das ist jetzt unser Winzer Craft Bier, das Rheinhell. Rheinhell ist die Lage, wo wir hier sitzen. Die heißt Rheinhell, unsere Einzellage. Und gebraut mit dem wilden Hopfen der Mariannenaue. 2013 hatten wir im Juni ein Hochwasser, eine große Flut und der Ertrag der Reben war sehr bescheiden. Und als Ausgleich hat uns die Natur im Herbst den wilden Hopfen geschenkt, der hier so im Randbereich wächst, den wir pflücken und mit dem wir dieses köstliche Bier brauen. Es ist relativ leicht im Alkohol und ideal nach der Weinprobe. Und ich würde sagen, das probieren wir jetzt mal nach unserer Weinprobe. Wir gehen nachher auf. Genau. Gibt manche ploppen lauter. Ja, zum Wohl. Das Bier ist obergärig gebraut, nicht filtriert, mit einem Alkoholgehalt von 5,2%. Sehr süffig und nur in kleinen Flaschen erhältlich, wird es doch nach der Weinprobe getrunken. Man könnte den ganzen Nachmittag an diesem schönen Ort vertrödeln. Aber übernachten darf hier nur einer. Wohnen Sie manchmal in diesem Häuschen? Ich bleib doch mal gelegentlich mal hier über Nacht, ja, wenn ich mal zu Jagd bin. Das ist bestimmt super, gell? Ja, schon klasse. Es gibt noch viele Pläne für die Insel. Hier soll zum Beispiel eine Streuobstwiese mit seltenen Sorten entstehen, die dann im Gutshof zu edlen Bränden destilliert werden. Die Destille muss aber noch gebaut werden. Das ganze historische Anwesen ist noch lange nicht fertig restauriert. Was treibt Sie dazu, das alles zu machen? Ja gut, das ist natürlich der innere Antrieb, den man hat. Und man hat eine Vision und man spürt hier auch die Urkraft des Rheinstroms. Und ich finde auch die Ruhe, die man hier vorfindet. Man darf nicht vergessen, wir sind ja hier in einer der dicht besiedelsten Regionen des Rhein-Main-Gebiets. Und insofern ist das hier ein ganz spezieller, ich spreche da auch immer wieder gerne von einem mystischen Ort mitten im Rhein, an dem man einfach auch runterfahren kann und ganz Mensch sein kann. In Reinhardshausen geht es unter die Erde, in den historischen Weinkeller, dessen Zauber man bei Führungen erleben kann. Ja, wir sind hier jetzt im Holzfasskeller von Weingut Schloss Reinhardshausen. Das ist hier sind keine Dekofässer, also hier liegt wirklich Wein auch drin.
der hier Riesling, der traditionell im Eichenholzfass reift. Die Fässer sind hier teilweise über 100 Jahre alt. Und es geht jetzt hier nicht darum, dass unser Wein, unser Rieslingwein nach Holz schmeckt. Das ist ein anderer Ausbau, der zu bestimmten Lagen unseres Weinguts hervorragend passt. Reinhardshausen hat insgesamt 13 verschiedene Lagen und jeder Riesling soll ja etwas anders schmecken. Und dazu gehört für bestimmte Lagen auch der Ausbau im traditionellen Eichenholzfass. Ist das jetzt auch dieses Mannloch, wo man dann da rein? Ja, also da kommen wir schon noch rein. Ehrlich? Ja, also das ist das klassische Mannloch, absolut. Und man muss auch rein, wenn es entleert ist. Machen Sie das auch? Haben Sie das auch schon gemacht? Ich muss gestehen, ich war schon lange nicht mehr drin. Aber ich würde mir schon noch, ja, früher gab es 10 Pfennig, wo ich klein war. Ich bin ja im Winzerbetrieb aufgewachsen und dann hat man als kleiner Junge, hat man dann so sein Taschengeld verdient, indem man Holzfässer geputzt hat. War das nicht unheimlich? Doch, ja, ja. Vor allen Dingen mit den Kerzen. Später gab es ja dann die Leuchten und dann auch immer Sicherheitsbestimmungen. Es war schon ein bisschen unheimlich, wenn man drin ist, vor allen Dingen in den größeren. Ja. In diese Fässer muss wohl niemand hineinkriechen. Hier bauen wir auch dann natürlich Weine aus, die werden aber nur 2, maximal 3-mal benutzt. Und hier unsere Edelstahlbehälter. Wir haben alles Kleingebinde. Das ist ja absolut gigantisch hier. Wie viel Wein ist denn hier insgesamt? Gut, Schloss Reinhardshausen ist von der Rebfläche her das größte private Weingut im Rheingau. Und man kann das alles in 3, 4 große Tanks füllen, den Ertrag. Aber Sie sehen unsere Kleintanks, weil wir hier sehr kleinteilig, sehr individuell arbeiten. Die Handlese jeden Tag. Jeder Tag wird separat vinifiziert und wir trennen und bauen Lagen und Sortenreihen komplett aus. Dementsprechend haben wir hier natürlich viel Aufwand, auch an Personal. Wir haben hier 2 junge Kellermeister, 2 junge Wilde, heute ist ja alles ein bisschen jung und wild und Spontee und Spontangärung. Und das fördert natürlich zusätzlich die Individualität unserer Weine. Das findet man nur in historischen Weinkellern, eine Schatzkammer. Hier wurden seit Jahrhunderten die besten Jahrgänge von edelsüßen Weinen eingelagert. Das große Glück ist, dass der Keller nie ausgeraubt wurde. Die Nachfrage nach solchen Schätzen ist groß, aber nicht alle Weine werden verkauft und getrunken. Die Schatzkammer wird auch aufgefüllt, aber nur, wenn der Jahrgang gut genug ist. Die Kriterien sind streng. Und wie ist es, wenn man so einen ganz alten Wein trinkt? Ja, es ist die Frage. Sie dürfen natürlich da müssen andere Voraussetzungen an ihr eigenes Qualitätsverständnis anlegen, als wie wenn Sie einen jungen Wein trinken. Ich denke, man geht damit sehr viel Ehrfurcht dran. Das sind ja flüssige Zeitzeugen, die Ihnen eingefangen haben, vielleicht wie der Sommer und Herbst vor 50 Jahren war. Und das ist was ganz Faszinierendes. Ich denke, Sie wollen sich nicht kleiden wie vor 50 Jahren. Sie wollen vielleicht auch nicht unbedingt das Durchschnittsauto fahren. Aber Sie können mit Ihren Sinnen erleben, wie ein Wein schmeckt, der jetzt, wie gesagt, 50 Jahre alt ist oder sogar älter ist. Und das kann man erleben und ich glaube, das ist schon höchster Genuss.